Ich dachte, ich hätte irgendwas weich gemacht. Oh, ich glaube. Ja, verflucht doch mal so viel Staub hier, ne? Nicht geputzt. Hallihallo Leute, Shiro Hiro hier oder einfach Steve, wie ihr möchtet. Ja, willkommen zu einer neuen Episode von Alien Isolation. Was ist letzte Episode passiert? Wir wurden natürlich unweigerlich von unserer Crew getrennt und sind quasi auf eine Station angekommen, wo irgendwas passiert ist, wo wir auch unsere verschollene Mutter vermuten. Und ich vermute, dass es nicht lange mehr hier ruhig bleiben wird. Leider. Leider, Leute. Ich will doch nur chillen. Ja, und mal gucken, was uns hier erwartet. Ja. Links oder rechts, Leute? Wir gehen erstmal da gucken. An Registrierungspunkt können Sie manuell speichern. Sie werden vor Feinden in der Nähe gewarnt. Okay. Speichern ist immer gut. Vor allem jetzt habe ich so ein kleines, mulmiges, ungutes Gefühl, dass irgendwas passieren wird, Leute. Ich weiß noch nicht was. Vielleicht treffen wir auch unsere Mutter direkt wieder. Wer weiß. Oh je. Staubig. Ja, müssen wir direkt mal putzen, ne? Bei dem ganzen Staub, das geht so nicht. Okay, irgendwas ist kaputt. Die Frage ist halt, was ist passiert? Nur weil ein Alien da ist, heißt es ja nicht, dass die Station kaputt sein muss. Oder kann so ein Alien die Station so kaputt machen, dass alles auseinanderfällt? Okay, Leute, ich vermute mal ganz stark, hier können wir nicht lang. Vielleicht, also ich bin mir nicht ganz sicher, Leute, ob man hier lang kann oder nicht. Vielleicht kann man da vorbeispringen. Wenn ich es versuche, bin ich wahrscheinlich tot. Gehen wir erstmal lieber zurück. Ich bin mir nämlich nicht ganz sicher. Manchmal deute ich das nicht korrekt. Primary Airlock. Da sind wir hergekommen. Von da sind wir auch hergekommen. Glaube ich. Ich denke, wir müssen da schon rüber. Leute, lass uns versuchen. Vielleicht ist es auch eine dumme Idee, wie immer von mir. Oder kann man hier durch? Okay, wir müssen gar nicht da lang. Ah, wir müssen hier durch. Okay, dann ersparen wir uns das da lang, da rein tot zu springen. Das ist ein Funkgerät. Was macht ein Funkgerät in einer Lüftung? Sieht so aus, aber weiß ich nicht. Leute, ich liebe die Atmosphäre von dem Spiel. Ich hoffe nur, dass uns da nichts Schlimmes erwarten wird. Noch nicht, noch haben wir es. Kriechen wir, Leute? Ich glaube schon. Ich glaube, wir kriechen. Ich weiß gerade nicht, wie ich das ändern kann. Spacelift Control.
Employee Lounge, das hört sich doch mal ganz gut an. Ist aber geschlossen. Chillen können wir also nicht. Könnte man irgendwas machen? Sensor einsammeln, machen wir das so mal. Ich vermute mal, wir müssen da uns lang kriechen. Auch wenn wir kein Employee sind. Gucken wir erst nach zum Space Lift, kommen wir wahrscheinlich auch nicht, weil das Licht ja aus ist. Das heißt, dass die Tür nicht funktioniert. Oben können wir sicherlich was nehmen, oder nicht? Nein. Ja Leute, dann müssen wir wohl hier lang. Ach ja. Ich dachte, ich hätte irgendwas weich gemacht. Oh, oh, Staub. Oh. Verflucht nochmal. Ja, verflucht doch mal. So viel Staub hier, ne? Nicht geputzt. Leuchtfackel. Ich glaube, das wird uns in Zukunft etwas helfen. Sag ich doch. Und Maus. Q. Okay, das ist unser Inventar. Ich frage mich, brauchen wir die Leuchtfackel jetzt, auch wenn es dunkel ist? Wir können ja noch so genug sehen. Von daher. Und solange nichts passiert. Guck mal, für dieses kleine Stück brauchen wir auch keine Leuchtfackel, Leute. Es geht wahrscheinlich das Licht aus. Ich wette es mit euch. Ich meine, wir können sie uns ersparen. Wir können sie uns ersparen, Leute. Was ist das? Sieht aus wie eine Metzgerei irgendeine. Ich weiß es nicht, das ist ein Scan-Gerät. Ah ne, wir wollen nicht die Leuchtfackel. Was? Someone you always know what? Was steht da? Was steht da, Leute? Was soll denn das sein? Ein Schwein? Das ist wie ein Schwein. 8 you always know irgendwas mit working. Someone is working here oder was? Wieso stehen die ganzen Graffiti? Ich hätte gedacht. Aber ehrlich gesagt, die Leuchtfackel, die brauchen wir jetzt gerade echt nicht. Kann man das hier öffnen, dass man da hoch kann? Der kriecht sich hin und ich weiß nicht, wie man hochgehen kann. Muss ich wieder was betätigen? Jetzt können wir da hoch. Bevor wir das machen, gucken wir, ob wir hier noch irgendwas finden. Ich weiß halt nicht, ob wir jetzt hier lang müssen oder nicht. Sonst würde ich ja erstmal da hochgehen. Ich habe so das Gefühl, dass es hier lang geht. Oder? Warte mal. Oder können wir. Nee, gar nicht. Ist alles voll. Aber wir können. Looten. Looten, natürlich. Nehmen wir doch alles. Alles aufnehmen. So viel wie wir können. Wenn schon, nenn schon, Leute, ne? Jo. Dann gehen wir jetzt mal weiter. Und weiß nicht, wie ich aufstehe, aber wir gehen jetzt hier auch entlang da hoch. Aber der Titel sieht ziemlich interessant aus. Steht dann Everyone is responsible for safety. Ja. Nett. Und eine Glühbirne.
Ja, mal gucken, was uns da oben erwartet. Die Erleuchtung glaube ich nicht, auch wenn es hell ist. Oh, billiger Wortswitz. Sorry, Leute, für die billigen Witze. Ich sehe auch schon mal direkt was zum Looten. Mist, das ist nicht gut. Was ist denn das? Oh. Ah, wir sind jetzt irgendwie aufgestanden. Natürlich müssen wir vom Radio erschreckt werden. Ich dachte, das war so ein. Ist das gut oder schlecht, Leute? Kommt irgendwas Gutes? Das ist keine gute Musik. Ist das besser? Machen wir das an. Wisst ihr, Leute, das ist so eine disharmonische Stimme. Harmonischer Song. Ich vermute mal, dass jetzt auch gleich irgendwas Schlimmes kommt. Dass das so eine Art Vorandeutung ist. Ach, Leute, ich will nie mehr. Ich will nie mehr. Puh. Hallo? Ist da wer? Das war ich mir auch. Ist da wer? Eigentlich wäre ja gut, wenn da niemand wäre. Weil dann brauchen wir keine Angst haben. Also, kein Alien. Ich weiß nicht, ob es gut ist, hier irgendwas zu aktivieren. Ne, das ist die Leuchtfackel, die wollen wir gar nicht aktivieren. Ich frage mich nur, was das ist, Leute. Ich glaube, das ist. Ist das eine Map? Ne, das ist zusammengefallen. Irgendwas von der Decke. Weiß ich nicht. So ein Hologramm-Ding, keine Ahnung. Was steht da? Forgotten. Fuck you. Trust no one. Keep. Nee, pay out, stay out. Ich glaube, irgendwas ist hier passiert. Also klar, wahrscheinlich irgendwas mit dem Alien, aber wahrscheinlich konnten die Leute sich selbst noch nicht mal trauen und waren wahrscheinlich auch ziemlich egoistisch und wollten sich nur selbst retten. Ja, this life. Verwendet. Durch Nutzen dieser Champions wird die Karte mit unerforschten. Was? Tomorrow, no help. Together, future. Tomorrow, no. Wahrscheinlich waren die am Anfang, haben die sich gegenseitig geholfen. Aber mit der Zeit wurde es schlimmer und dann hat nur jeder seins gemacht. So hört sich das an. Ja, Leute, was hier passiert ist, das werden wir wohl noch erfahren. Funktioniert denn überhaupt nichts? Stellen Sie den Strom zum Gitter wieder her. Ja, ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Und wahrscheinlich werden wir genau das erfahren, was die anderen Leute erfahren haben. Den Strom zum Gitter wiederherstellen. Lol, hier ist ja nichts. Ich dachte, hier wäre irgendwas. Nö, Leute, da muss ich, glaube ich, dieses Terminal hier betätigen. Und ich habe so das ungute Gefühl, dass wir damit alles in Gang setzen oder wir gerade dann dorthin kommen, wo eventuell ein Alien ist. Oder ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, Leute. Vielleicht finden wir auch unsere Mutter wieder. Aber das ist, wenn wir erst nächste Episode erfahren. Daher. Bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ihr mich unterstützen wollt, lasst ein Like da und wie immer bleibt positiv. Bis zum nächsten Mal.